Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. So, wir sind hier wieder zurück in unsere verkorksten Vault. Die müssen wir jetzt erstmal noch retten. Das wird schon irgendwie hinhauen, irgendwie. Oh Gott, wie das so hier aussieht. Naja, wir müssen heute auf jeden Fall einiges noch machen. Wir haben hier auf jeden Fall Cynthia Walker erstmal Ausdauer auf 5 gebracht. Jetzt wird das Ganze natürlich noch erhöht. Ich gehe mal direkt in. Wo ist es denn hin? Extern, intern, doch, intern, ne? Ja, Sporthalle. So. Dann wollen wir mal. Also, wir ziehen Deadline jetzt 600 ab. So. Dann kommen wir als nächstes zu reiner Zufall. Und reiner Zufall, ach, ich hasse das so, Escape. Reiner Zufall, okay, du hast jetzt eh trainiert, du hast mir jetzt keinen Wert genannt, deswegen hole ich dich jetzt einfach wieder hier raus. Jetzt geht! Danke, Spiel. So, dann kommen wir zu Julian Junior. Ich glaube, der wollte auch direkt auf 10, ne? Okay, direkt auf 10 pushen, alles klar. Geilo. Sind aber nur ein paar Maulwurfsratten und das ist, glaube ich, Stufe 1, ne? Oder? Ne, Stufe 3. Oh, du hast gar keine Waffe. Hier, nimm die. So. Dann, Julian, kostet dich das auch 600? Kann ich einfach Copy und Paste machen. Haha. So, Julie. So, und dann kommen wir zum Schluss zu Tivin. Und Tivin, du möchtest wahrscheinlich auch auf 10, ne? Ja, eh auf 10. Aber du bist ja noch ganz, ganz niedrig. Das heißt, wir ziehen dir nochmal 300 ab. So. Tivin, ne, Igor. 300. So. Jetzt sind die auf jeden Fall alle schon mal glücklich. Und jetzt möchte ich jetzt allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, die Leute, nicht die Leute. Lord Huntington? Paula und Lord machen. War da nicht noch jemand anderes, der was machen wollte? Ich glaube schon. Und Pasco müssen wir gleich zu P bringen. Das habe ich nicht vergessen. Das ist groß. Mein Freund, das ist richtig groß. Ich glaube, ich brauche Verstärkung. Das werden wir sehen. Aber es ist Paula in Not. Also ich denke mal, du wirst hier überhaupt Gegner finden. Ich weiß es nicht. Die ganze komplette erste Etage war erstmal leer. Ich meine, wieso nicht? Dann kriegen wir ein paar Kronkorken. Oh, Ghule direkt. Also, ich habe mit einigen gerechnet, Leute, ne? Aber nicht mit Ghule. Und ich glaube, Lord Huntington auch nicht. Weil er macht jetzt. Er macht schon ziemlich viel Schaden, aber es. Ist eine große Vault. Er ist ein großes Gebäude, meine ich. Es könnte. Schieflaufen. Ja, zumindest die erste Gruppe hast du schon mal erledigt, ohne großartig Stims oder so zu verbrauchen. Das ist schon mal ganz gut. Ja, du kriegst noch ein Stim dazu. Jetzt hast du 6. Ich glaube, das Problem wird eher, wenn hier wirklich alles voller Ghule ist, wird das Problem eher an Red liegen. Und ja, es sind noch mehr Ghule. Oh mein Gott. Oh, 2 Schüsse. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich hoffe für dich, dass du hier noch ein bisschen Red findest. Oh oh. Das ist erst der Anfang. Da muss ja bestimmt noch ein Boss kommen. Und stell dir vor, da kommt ein Ghoul-Boss. Oder denkt er sich, was ist das denn für ein Lappen und macht ihn kaputt. Noch mehr Ghoul.
Das ist fraglich. Ich kann nicht sagen, ob Lotharniken hier gut durchkommen wird oder nicht. Weil bisher geht es. Es geht. Es geht. Ich werde auf jeden Fall mit dem Red recht sparsam sein müssen. Aber man kann es schaffen. Und den hier lassen wir uns am besten für Le Chef übrig. Oder für irgendeinen Chef. Oh! Keine Gule mehr. Nice. Oh, Kakerlaken, das fühlt sich doch gleich schon viel besser an, dort einklicken, oder? Gegen Kakerlaken zu kämpfen. Finde ich auch. Na komm, jetzt mach die letzte auch noch fertig. Wir haben heute noch einiges zu tun, dort Huntington. Schneller. Please. No, okay. Katsching, sagt er. Zum Klebeband. Der weiß nicht, was richtiger Reichtum ist. Oh. Tja, da war die Freude auch schon dahin über die Kakerlaken. Aber ich glaube, dass die Ghule einfach langsamer angreifen als Kakerlaken. Deswegen sind die, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Außer das Red, das sie ausströmen, das ist schlimm. Oh mein Gott, wie viel Pech kann ein Mensch haben? Er hat es nicht geschafft, den Ghoul zu töten. Oh, ein Nuka-Cola-Quantum, nice. Komm, weiter. Das kriegst du hin. Ich glaube an dich. Oh Gott, werden die Ghule stärker oder wirst du schwächer? Zeit für ein Red. Wie viele Räume noch? Ach du Scheiße, es ist immer noch so viel. Und ein Red haben verbraucht. 5 Stimps hast du noch. Hätte nicht gedacht, dass Paula in Not schwer werden würde. Aber man muss dazu sagen, die Quests sind auch ausgelegt dafür, dass man sie zu dritt macht. Wenn man sie alleine macht, dann muss man, glaube ich, das Level nochmal mal 3 multiplizieren und den Schaden auch. Aber da müsstest du ja ordentlich hinkommen. Ja, da kommt es doch locker hin. Noch ein Kleber, noch ein Stim. Ah, immerhin. Und da geht's auch noch runter. 4 Stockwerke noch. Oh ja, 3 Räume sind gut. Vor allem, wenn sie leer sind. Okay, nice. Noch ein. Oh, okay. Es ist geschafft. Du hast es geschafft. Ich glaube, jetzt hast du genug Red Away, um den ganzen Scheiß hier auch zu überleben. Ich meine, Stims hast du jetzt auch gerade bekommen, ne? Hast wieder 6. Du bist jetzt im Plus. Ich glaube, du bist mit 5-2 losgegangen, ne? Du bist noch im Plus. Das ist ganz gut. Habe ich da runtergeklickt? Habe ich nicht. Führe meine Einweisung durch, Lordi. Oh, nice. Okay, das ist easy erledigt. Oh, 4 Stück. Also wenn du jetzt stirbst, dort Huntington, dann blamiere ich mich, das weißt du, ne? Weil ich gesagt habe, das wird jetzt easy. Ja, zumindest greift er mit dem nächsten Schuss noch den nächsten an. Sonst hätte das wirklich hier kritisch enden können. Komm. Mach sie jetzt fertig. Nice. Es sind noch 2 Stockwerke und uns erwartet noch ein Boss. Ich kann nur für dich hoffen, dass dieser Kritische den Boss direkt killt. Weißt du, im Endeffekt gibt es bestimmt gar keinen Boss. Und ich spare mir den jetzt hier die ganze Zeit umsonst auf. Aber man kann es halt nicht wissen, das ist das Problem. Man weiß es nicht. Ich meine, hätte ich es gespielt vorher schon? Wobei, das ändert sich ja auch jedes Mal, ne? Wir hatten das eine Mal auch einen Boss drin und dann, als wir es wiederholt haben, war da keiner drin. Man muss ja nichts heißen. Ah, komm. Hauen wir den Red raus. 3 Stims bleiben noch übrig. Wir haben eine Menge Glück. Wir haben gerade die Hälfte an Stims rausgehauen und haben jetzt wieder 5. Nein, ich habe gesagt, du sollst da hochgehen. Lord, hör doch auf mich. Ach, Lord. So, 3er Raum mit nichts drin, komm. Na gut, Kakerlaken. Die ist nicht wirklich weit gekommen. Komm, ein Schuss, eine Kakerlake. Komm. Tu es.
Du es! Na komm. Mach es doch. Ich hab gesagt, es ist in Ordnung. Schade. Ach Mann. So. Immer noch kein Boss. Das ist immer so, wenn ich mich auf etwas vorbereite, dann kommt es nicht. Keine Ahnung, wieso das immer so ist. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Sehr schön. Oh, da kommst du jetzt auf jeden Fall mit ordentlich Plus raus. Außer das Geld. Das Geld ist wirklich ein bisschen mau in dieser Quest. Aber dafür, ne? 5-7. Hör doch auf mich! Oh, dieser Ungehorsam von Lord Huntington, ne? Das macht bestimmt diese Maske, die macht ihn mutig. Er denkt jetzt, er ist der größte. Seid ihr das Rettungskommando? Ich hoffe doch. Er denkt wohl, er ist das größte Rettungskommando. Ich bin Mandy McIntosh. Die wilden Ghule haben einige von uns geschnappt. Sie haben uns wohl als kleine Zwischenmahlzeit aufgehoben. Eine Frau namens Paula Plumpkin konnte entkommen. Meine neue Heldin. Ach, und der ist jetzt kein Held oder was? Der hat dich gerettet, Junge. Mädel. Sie hat etwas vom Besuch eines Vaults gesagt. Vault 333. So viele Dreier. Oh, da steht jemand auf Dreier. Oh, ein Baseballschläger. Nochmal zwei Nuka-Cola. Komm jetzt aber, Boss. Wehe, da sind keine Gegner drin. Alter. Es war so klar. Aber gut. Ein Baseballschläger für dich. Nice. Drei Nuka-Cola Quantum, eine Menge Stims und eine Menge, noch eine mengere Nuka Red Away. Der Ausflug hat sich gelohnt, zumindest für die Ressourcen. Geld gab es jetzt wirklich sehr wenig, aber ey, ich denke, wir sind an einem Punkt angekommen in der Vault, wo Geld nicht mehr so krass die Rolle spielt. Klar, tut es immer noch, aber nicht mehr so krass. Es sei denn, man spart für legendäre Sachen, was der ein oder andere tun sollte. Oh, wir haben Nahrungsprobleme. Wir müssen hier einen Raum zwischenschalten. Was ist das Billigste, was wir bauen können? Baracken kosten 2000 am Arsch. Wir bauen hier einen Generator zwischen. Da kann der Mr. Handy rübergehen und da einsacken. Das ist ganz wichtig. Na gut. Kommen wir zum Vault Explorer. Hast du was für die Vault mitgebracht? Ein Brahminleder. Wieso bringt ihr alle jetzt Brahminleder mit? Ein Globus. Ja, und das war's. Uno Sekunde. Sammle 6 seltene Waffen. Ich glaube, ich muss mal wieder rausgehen und ein bisschen was sammeln. So, der Vault Explorer. Immerhin 2 Superkleber. Ja, und das hier, das kriegt irgendjemand anderes. Das scheint jetzt nicht so wichtig zu sein. So, noch ein Vault Explorer. Robuste Kampfrüstung, ja, die kann man jemandem geben. Am besten einen von diesen Vault Explorern, damit er irgendwie mal was reißen kann. Der ist jetzt nämlich Stufe 40. So, MPXL Nova Strahl, 11 bis 16 Schaden. Nicht das Beste, aber hey, immerhin. So, ich habe keinen Raum für euch, ne? Ja, das ist jetzt blöd. Wir haben jetzt 8000 Kronkorken. Wir können also noch was bauen. Aber erstmal Pasco. Beziehungsweise sein Shop Brooks. Shop Brooks da. Ja, wo war er denn jetzt? Oh, ich hasse es, wenn die Vault so groß ist, ne? Komm, wir gehen jetzt hier mal nach ganz unten. Dann müssen wir automatisch bei ihm landen, ne? Da ganz oben, lol. Den habe ich nicht gesehen. Du darfst weiterhin P trainieren. Das Geld habe ich dir abgezogen, das weiß ich noch. So, wir haben noch einen neuen Bewohner bekommen. Das werden wir aber am
Montag machen. Scheiße. Übrigens, Baxi, falls du es nicht mitbekommen hast, dein Charakter, der immer zufälligerweise aus irgendwelchen Gründen Level-Ups bekommt. Wir machen das so, wenn der Charakter fertig ist, dann setze ich ihn zurück da, wo er war. Und dann ist alles gut. Also nicht mit den Werten, sondern mit, ich liebe es, wie Evil einfach alle durchlässt. Nicht mit den Werten, sondern, mit dem Level. Hau mal raus hier. Mal die kaputt. Was glauben die, wer die sind? Ich sehe einfach mal die Gruppe hier zerstören, okay. Das ist natürlich die Problematik, aber wir werden selbstverständlich wie beim letzten Mal hier oben noch eine Reihe machen für Vault-Verteidiger. Weil das hier geht gar nicht. Ihr seht schon, die ganzen Leute, die ich noch nicht zugeteilt habe, habe ich jetzt erstmal hier in die Baracken gestellt. Und das sind einfach Opfer. Das sind einfach die reinsten Opfer. Und die Vault-Explorer, ja gut, immerhin können die was. So, erstmal eine robuste Kampfrüstung vergeben. Da siehst du mal, hier sind die nicht weitergekommen. Huch. Ein Legaus-Gewehr. Oh. 1300. Wir haben ein Gauss-Gewehr gefunden, allerdings zählt das nicht zu sammelseitige Waffen. Das finde ich gemein. Das hätten die ruhig mal machen können. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Questanmeldung. Gut, laut Huntington haben wir abgefrühstückt. Der Löwe möchte... Ne, das habe ich ihn angezogen, ne? Ich habe es dem Löwen angezogen. Ich glaube, ich habe es dem Löwen angezogen. Nein, habe ich nicht. Dann darfst du dein Wrestler-Outfit natürlich anziehen. Da, bitteschön. Nice. So, dann kommen wir direkt zum nächsten, und zwar Pyro. Pyro... Houston, wir haben ein Problem. Ich habe es vergessen. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, scheiße ist das scheiße. Ah. Ja gut, damit habe ich dich gerettet. Outfit-Alarm. Hm. Okay, auf jeden Fall. Pyro möchte gerne machen... In geheimer Mission. Tod und Verdrängen, löse einen Mordfall. Achso. Ich hab gedacht, du bereitest dich dafür vor. Okay, Pyro. Gar kein Problem. So, dann gucken wir mal. Kannst du überhaupt schon mit... Pyro, da haben wir es doch. Die förmliche Kleidung kriegst du natürlich. Ein Bewohner. Das ist perfekt. Und jetzt gucke ich mal bei Stims und Reds. Pyro. 8 Stims. Und 7 Reds. Na dann. Viel Spaß und viel Glück. So. Julian, ich würde gerne die Quest neulich in Vault 333 machen. Habt ihr das abgesprochen? Weil da war doch... Achso, das kommt ja erst, wenn... hier, da. Wenn er hier zurück ist. Dann kommt sie wahrscheinlich erst. So, Sprühlingsgefühle. Wir gehen rauf. Ich brauche Geld. Und ich brauche Nahrung. WTF. Okay, Leute. Ich habe hier extra ein paar Leute aufgehoben, die wir dann zuteilen können. Einfach Fabi. Was brauchen wir? Ahne. Ah ja, wir brauchen dringend A. Du hast recht, ich habe einen vergessen. Scheiße. Ich habe A vergessen. Da hat es mir auch jemand noch geschrieben, bei Zero, du hast A vergessen. Ja gut, hau noch hin. Alles gut. Hau noch hin. So, wer... Nein. Wer bist du? Billy.
Billy, ja. Du hast ja nicht ganz gute Werte, um die Vault zu verteidigen. Kleiner Nachtrag noch zu den Vault Explorern. So, wir geben denen einen neuen Namen. Und zwar Sternchen 1. Das sind die Spezialleute. Die könnt ihr natürlich auch werden jetzt. Hab's mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und die bekommen halt dann einfach dieses Sternchen, dass ich weiß, dass sie halt diese Vault Explorer sind. Das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Und ja. Fühlt euch frei, ein Vault Explorer zu werden. Wo ist der letzte? Hä? Eins und zwei ist da schon mal, ja. Die werden halt ganz oben angezeigt wegen dem Sternchen. Und das ist ganz praktisch, dass ich die halt sofort finde. RSTUV da. Sternchen und die drei. Das heißt, wenn ihr einer dieser Vault Explorer werden möchtet, dann schreibt einfach ein Sternchen und eine 3 oder Sternchen 2, Sternchen 1, wie auch immer. Je nachdem, was passt. So, aber euch sollte eins klar sein, diese Charaktere sind von Roleplay ausgeschlossen. Okay, und mit diesen drei Jungs werden wir nun auf Quest gehen. Und zwar. Ach, können wir gar nicht. Ach, scheiße, jetzt habe ich sie umsonst geheilt. Ich brauche 15.000 Kronkorken. Schnell, jetzt! Oh Mist. Okay, können wir mit dem Geld schon noch was anderes anfangen? Ne, wir müssen eigentlich darauf sparen, das hier zu verbessern. Der 18.000, Junge. Und darum müssen wir uns auch darauf fokussieren. Nein, erhöhe die Intelligenz werde ich nicht machen. Schicke 6 Bewohner ins Ödland. Das können wir machen in der nächsten Folge, direkt am Anfang, wenn wir alle mal wieder rausschicken. Und dann müssten wir diese Quest easy gemacht haben, ne? 210 Kronkorken. Überlebe Ghoul-Angriffe, ja gut, die kommen jetzt nicht so häufig und sammle 6 seltene Waffen. Da werde ich, wenn ich das nächste Mal ins Ödland gehe, direkt was mitbringen. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder zu einer frischen neuen Folge. Am Sonntag besteht die Vault nun 2 Monate und dann gibt es wieder eine Lunchbox zu verlosen. Also achtet auf den News-Channel, da werde ich heute oder morgen noch was posten. Haut rein, ciao!